Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar ist diese Woche, eigentlich kann man sagen, die ganze Woche im Linecast-Look gehalten. Ich muss jetzt mal die Karte holen. Linecast. Also ihr werdet diese Woche, ja, wirklich die ganze Woche Produkte von der Firma Linecast sehen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also Montag ist ja jetzt, ich fange mit diesem Video ja an, wenn ich schaffe, Montag hochzuladen. Und für die, die mir auf Instagram folgen, ich habe hier einige schöne Produkte, die ihr auch im Vor-Unboxing gesehen habt. Ich werde wahrscheinlich die Playliste dafür ein bisschen umändern, dass ich das ein bisschen mehr so auslegen kann. Und zwar werden wir anfangen mit der Controller-Ladestation von Linecast, und das, zwar ist es die C20. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr die C10, LC20, und wenn ihr LC10 holt, dann ist es die für die Xbox, also Xbox One. Ich weiß, ich habe leider kein, also da wird es auch leider kein Hardware, wahrscheinlich, ich werde versuchen, einen Xbox-Controller zu besorgen, wird es wahrscheinlich keinen Hardware-Check geben können, da ich ja keinen Xbox-Controller habe. Muss ich gucken. Und ich weiß nicht, ob Xbox und Xbox 360 vom Controller da so gleich sind. Das kann ich euch nicht sagen. Obwohl, mein besten Freund. Ich rufe gleich mal meinen besten Freund an. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Unboxing von dem LC20 an. Ja, das ist ein schöner Karton. Sieht schön auf. Vor allem, ich habe dieses Konzept, was wir uns gleich angucken werden, wie diese Ladestation aufgebaut ist, habe ich so an sich noch nicht gesehen gehabt. Ja, und ist jetzt so, ach, jetzt habe ich die Karte weggepackt, im neuen Linecast-Look ist der Karton auch, so ist die Webseite auch dargestellt. Kann ich euch mal empfehlen. Ich werde die Webseite unten mit reinpacken und den passenden Amazon-Link, um dieses Produkt dann zu kaufen. Hier an der Seite haben wir noch stehen in Englisch und in Deutsch: Ladestation für zwei Controller der PlayStation 4. Aufladen simultan und einzeln möglich, inklusive drei Aufladedoggings. Okay. Input. Anschluss, ein USB-Anschluss, okay, Farbe schwarz. Ach, apropos schwarz, den gibt es auch für die Leute, die die weiße PlayStation haben. Könnt ihr diesen auch in weiß kaufen, dass er halt farblich zu eurer PlayStation passt, wenn ihr das wollt. So, und jetzt sind die Doggings. Hier hinten ist auch nochmal einiges erklärt. In Deutsch und in Englisch, also beziehungsweise erst Englisch, dann Deutsch. Und da steht, oh, da sind Linecast, LC20, PS4 Controller. Und hier haben wir noch Cleverlink. Ja, USB. Ich würde sagen, wir fangen aber jetzt einfach mal an, weil ich da sehr, sehr, sehr neugierig drauf bin. Muss nur gerade gucken. Ich habe mir eigentlich ein... ich habe mir nicht ein Messer bereitgestellt. Ich bin auf dieses Produkt bin ich extrem neugierig. Ich hatte, also ich muss dazu sagen, ich kenne die Firma Linecast schon länger. Ich hatte damals mir bei Linecast einen, was war denn das? Ein Composite, oder nee, Komponentenkabel für die Wii gekauft. Also praktisch die Wii auf 5 Chinch machen. Und ich war damit sehr zufrieden. Also, ja, ich hatte noch irgendwas von Linecast. Irgendwas für die PS3 hatte ich damals auch. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht so sicher. Daher ist mir die Firma Linecast halt natürlich nicht wirklich mehr was Neues. Das ist schon was, eine Firma, die ich schon seit längerem kenne und wo mir bis jetzt auch noch nichts Negatives zu Ohren gekommen ist. Also bis jetzt, ich kenne auch einige, die haben sich damals die Mikrofone gekauft. Ich habe im Vor-Unboxing euch dieses Mikrofon gezeigt. Das ist das Neue. Die alten waren weiß und da kenne ich ganz viele, die sich die für die Wii gekauft haben. Wir werden das natürlich auch an der Wii testen und damit sehr zufrieden sind.
schön verpackt hier. So. So, ich werde das mal jetzt wieder so zusammenpacken, dass wir hier so optisch wieder so ein schönes Bild haben. Oh, ich habe den Karton zerruppt hier oben beim Auspacken. Na, toll. So. Und wir gucken uns dann gleich mal an, was hier mit bei ist. Hier ist ein Aufkleber mit bei. Das ist ja geil. Dann haben wir eine Anleitung mit bei. Vielleicht mal so machen. Dann haben wir nochmal eine Broschürheft und der Aufkleber. Dann haben wir einmal ein USB-Kabel mit Energie. So, dann haben wir... Oh, komm raus. Upp, da ist er, der Stromkabel. Auch für Deutschland. Ach, der ist mit USB. Ah, coole Sache. So, und... Oh, der sieht aber schicki aus. Och, ihr wisst, ich habe immer so meine Probleme mit Kartons. Oh, der sieht ja schicki aus. Also, das werden wir gleich im Hardware-Video, werden wir uns das genauer angucken. Aber wo sind denn die Tankdinger, also die da reinkommen? Haben sie die vergessen? Ach da. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen wieder nicht gesehen. Ja. Also für mich ist das ein bisschen doof. Also ich hätte mir eine rote Tüte gewünscht. Eine rote Tüte, dass man gleich hier sieht. Hier ist alles durchsichtig. Hier klebt was Rotes. Wichtig. Aber für euch ist das bestimmt kein Problem. Bloß, ja, ihr wisst, viele, die mich halt öfters gucken, wissen, dass ich ja manchmal ab und zu ein wenig blind bin. So. Und jetzt haben wir das hier. Ich habe euch eben gezeigt, was wir da ausgepackt haben. Ein Aufkleber. Wir haben hier Linecast. Hier haben wir nochmal Informationen zur Webseite www.linecast.de/reward. So, und da. Dann haben wir eine Anleitung, die wir uns jetzt nicht genauer angucken werden. Das kommt im Hardware-Check, im Hardware-Video. Jetzt seht mein Fernseher an. Okay. Das kommt im Hardware-Video. Wir haben einmal USB-Kabel, einmal Strom. Ist doch nicht, jetzt geht das Ding hier laut an oder was? Glaubst du? Ich habe nämlich schon die SingStar-Scheiße installiert für den Mikrofontest. Dann haben wir die Sums und da sind wirklich drei kleine Dinger drin, ne? Und die Ladestation. So, dann war es soweit zum Unboxing. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Hardware-Video zu dem, ja, zu der Ladestation, würde ich sagen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.